Hallo, hier der Xelmer mit Evil-Fan Part 40. Beim letzten Mal haben wir Joseph so, naja, sein Arztzeug geholt. Nein, er wurde getroffen und wir mussten halt was holen, damit es ihm wieder besser geht. So. So, und dann hatten wir dann noch eine Fahrt, die aber zu einem, naja, sagen wir mal, Unfall führte. Und dadurch ist jetzt Kidman da in diesem Bus da runtergesegelt. Glauben wir jedenfalls. Es scheint jedenfalls so zu sein, keine Ahnung. So, jetzt gibt es hier wieder 100.000 Wege. Kein statistischer Schlag. Noch so eine Kiste, die man nicht kaputt machen kann. Okay. Ich weiß immer noch nicht, was hier so der reguläre Weg ist. Das da sieht nach Munition aus. Oh wow, haben wir ein volles Magazin. Und hier zwei Schuss, naja. Das hat jetzt nicht wirklich gebracht. Hier ein Spiel können wir da jetzt aufmachen und wieder in die andere Welt gehen. Wahrscheinlich eher nicht. Oh, Munition. Ja. Nun gut, dann gehen wir jetzt hier runter. Wir wollen ja nichts weiter. Kontrollpunkt. Hey. Da sieht ungesund aus. Ist das Säure? Ah, kein besonderer Teil. Wir haben noch so wenig Teile. Oh Gott. Ja, da habe ich aber ganz schön zu lang beim letzten Mal. Kann ich darauf? Oh! Bin ja begeistert. Kann ich trotzdem darauf? Ich will das da drüben noch ausleeren. Kann ich mit der Shotgun? Nein, das ist Half-Life 2. Half-Life 1 meine ich. Oder Black Mesa, da war es ja auch möglich. Hier ist nichts. Doch, da ist was. Wow. Oder auch nichts. Mann. So, dann nehmen wir das ja auch noch mit auf. Oh ja, wir kriegen bestimmt die 10 noch zusammen. Hier müsste man meines Erachtens auch ziemlich stealth-mäßig unterwegs sein. Und ich habe auch sehr schlechte Erinnerungen daran. Selber nie gespielt, aber ich weiß, was das für eine Stelle ist. Gott. Kommt doch. Was kann denn so eine Verwüstung verursachen? Ist das eine U-Bahn, die da aus dem Boden guckt? Ja, aber schau, wie sie liegt. Wenn wir es bis dahin schaffen, könnten wir mit ihrer Hilfe rüberkommen. Konzentrieren wir uns darauf, hier rauszukommen. Wir sind relativ mittig. Okay, wir sind ein bisschen mehr auf der linken Seite. Aber jetzt mal davon abgesehen. Warum sollten wir da hingehen, um auf die andere Seite zu gehen? Da wäre es doch schlauer, auf die eine oder andere Seite zu laufen. Egal. gut, so viel zu dieser Logik. Kann man nicht. Okay, gut. Dann müssen wir hier wohl diesen Weg hier gehen. Ich muss doch ganz bestimmt. Ist ja schon, was ich machen muss. Oder kann ich das auch einfach aufschlagen?
Nee, ich muss das so machen. Wo auch immer darin die Logik besteht. Komm, einfach runter. Okay. Nein, los. Riskier das lieber nicht. Warte, ich glaube, ich sehe einen anderen Weg. Wir treffen uns weiter unten. Ja, natürlich. Mach das. Ja, oh, das war... Scheiße. Erst Kidman, dann... Oh nein. Jetzt schon... Hier. Nein, nicht. Und hier? Nicht. Hm. Hier haben wir wieder Feuerzeug, das wir nicht brauchen. Aus. Ich meine aus. So. So, dann werde ich das hier mal wieder nehmen, haben wir wieder ein bisschen mehr Zeug. Ey, die 10 schaffen wir. Mal schauen. Gut. Das. Da würde niemand freiwillig reingehen. Was soll ich? Ach so. Da kann ich mich hier irgendwo verstecken. Erstmal. Komm. Versteck, Mann! Ist ein Wunder, wenn er uns überhaupt nicht gesehen hat. Nein, ich will das da. Ich will diese riesen... Tausend, immerhin. Kann ich da was nehmen? 1300 ist auch nicht gerade wenig. Okay. Okay, dann machen wir den mal weg. Achso, das waren ja die einzigen... mit dieser Blechmaske hält er das alles auch, ja? Quatsch. Ah, her damit. So, ich guck hier nochmal. Ich kann hier nicht. Toll! Echt toll! Ja, mach mal dein Ding. Ich mach lieber neu. So. So, da haben wir ja schon mal. Naja, ich gehe mal hier lang.
Mann! Ey, diese Steuerung, ne? Diese verdammte... So, hier müsste ich nur... So, jetzt schaue ich erstmal... Mann, Kamera, spiel mit. Okay, sobald er sich umdreht, will ich den einfach nur noch schnell erledigen. Dann brauche ich die Flasche eigentlich nicht, aber was soll's. Jetzt geht er nur noch bis zu dieser Linie hier, also bis an den Durchgang. Abzweigung, was auch immer. Und dann kann ich den gleich erledigen. Der hat mich nicht gesehen. Ernsthaft, jetzt checkt er da fest. Jetzt verschwinde endlich, ich will hier raus. Wenn jetzt nicht die nächsten 3 Minuten hier doof herumsitzen. Ah, toll. Da sind mehrere unterwegs. Scheiße, ich weiß nicht. Okay. Was ist denn jetzt? Ey, Kamera ist mein größter Feind gerade. Nein! Was? Ah, hat mir wenigstens 1000 gebracht.
Nein, nein, lass mich in Ruhe, verdammt! Was? Ich sag nichts dazu. Nochmal den ganzen Schmarrn. So, du siehst mich da hinten nicht, so. Ich mach hier einfach auf. Mann. Das hört sich ziemlich aufgeregt gerade an. Ich glaube, das war's. Ah, wenigstens ist es hier gleich geblieben. Komm, machen wir das mal schnell. Oh, ist wirklich, ehrlich gesagt, es ist natürlich. Also ich mache das auch so, dass ich, falls es länger dauert, ich diese Stelle in der Folge wegnehme. Also erledigt ist in der Folge. Okay, Moment. Ich mache mal Folgendes. Das ist gar nicht registriert. Statt den anlocken. Dann hier vorne erledigen, weil ich Zeit sparen wollte, aber das heißt jetzt so gut funktioniert. Ey, komm her. Komm, ein bisschen schneller. Ich würde hier gerne die Sache so mal langsam zum Abschluss bringen. War jetzt nicht so gewollt, dass die Stelle jetzt hier ewig dauert. Ich muss erst den erledigen. Kann man den überhaupt messern? Scheiße. Ich weiß nicht, ob man den in Stealth-Modus erledigen kann. Na, komm. Jetzt drehe ich endlich um. Ob ich die ganze Zeit den erledigen kann und dann dreht er sich einfach nicht um. So, Moment, da geht ja gleich. Obwohl, vielleicht sollte ich. Nein, ich mach's anders. Ich mache erst die anderen Viecher weg. Nee. Oder geht das. Moment. Der geht ja erst aufs Bett, warum auch immer er aufs Bett geht. Und geht wieder runter. Ich glaube aber nicht, dass ich ihn in der Zeit bekomme. Ich habe ein bisschen jetzt raus, wie das mit der Kamera ist, aber es ist so nervig, ehrlich gesagt. Ah, je. Jetzt geht er endlich weg. Geh endlich weg. Ich mach den am besten dann im offenen Kampf weg. Sobald die anderen ich im Stealth-Modus erledigt habe. Okay. Ich muss erstmal seinen Intervall sehen, sonst. Ah.
Ah, verstehe, der geht einfach hin und her. Mach ich den mal jetzt schnell weg. Mensch! Hier auch rüber? Moment. Ah, perfekt. Oh. Zwölf davon. Einzelteile. Ich will das viel erledigen. Weil es sind 1000. Nur deswegen, sonst würde ich den nicht anrühren. Da ist er. Total vergessen. Nein! Nö, 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 nö. Hallo! Bye! Ah, ich muss ja hier rein. Einer weniger. Das waren aber zwei. Okay. Hier ein Spind auf. Nee. Ah, Rubik. Verschnitt. Na. Da liegt noch eine Flasche. Na komm hier rüber. Na komm, ich. Kamera, beweg dich. Komm schon. Ah, sag mir jetzt nicht, der steht da einfach doof herum. Okay, der steht da doof herum. Und wenn er da rumstehen will. So, nehmen wir erstmal den Rückverschnitt da hinten wieder. Oh. Also, da so ziehe ich das jetzt natürlich durch. Habe ich ja gesagt. Die Stelle hinter mir haben. Ich habe da so eine Idee.
Den hätten wir weg. Okay. Hier scheint aber jetzt noch ein neuer Spawn zu sein. Achso. Halt! Komm schon. Ist also gut. Okay. Da ist jetzt ein neuer. Das dann mal zu umgehen. Oh Gott, ein Riss da hinten. Ja, die Frage ist jetzt, der wird wahrscheinlich einen anderen Intervall haben als der vorherige. Scheiße, ich bin jetzt auch ein bisschen zu ungeduldig. Da hinten ist der eine. Na, schau erst mal, was der macht. Steht der jetzt einfach nur doof herum? Ah, steht da wirklich nur doof herum. Okay, dann mache ich den einfach so weg. Alles kein Problem. Wenn er doof herumstehen will, bitte sehr. Okay. In der Ruhe. In der Ruhe. Moment, meines Erachtens ist der neue. Schau jetzt mal, ob hier was ist. Nee. Der neue läuft da im Gang entlang. Da ist nichts. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mann, Kamera, mach mit. Ah, da ist Rubik. Ah, er kommt in meine Richtung. Moment. Das ist jetzt so für mich die Frage, kommt er hier raus oder? Ja, ich. Oh Gott. Ja, ich lehne mich ein bisschen hervor. Das ist so. Das ist einfach typisch für mich. So, jetzt ist für mich die Frage, ist er der Einzige? Rüber hier. Oh, hier. Ach, darf ich hier sehen? Durch den Ruhigverschnitt durch. Oh Gott. Das ist langsam problematisch. Okay, Moment. Ich gehe einfach mal hier hinter. So. Ups. Ja, wie gesagt, ich will einfach jetzt die Stelle hinter mir haben. Oh, warte. Einzelteile. Scheint da zu sein, okay.
Mann, ich... Oh, dieser Typ. Und diese Kamera. Okay, da hinten ist er. Ah, das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Aber ich kann den Rubik mir holen. Zwar gleich wieder vor auch. Das war's. Oh, was ist denn hier? Eine Flasche. Toll. So, den haben wir weg. So, ich will aber zur Sicherheit... ...15... Einen davon. Ach komm. Sicher, sicher. So. So. Man braucht nicht 100.000 von allen, aber wenigstens eins von jedem. Was aber nicht notwendig sein wird. Ich muss nur einen erledigen. Einen einzigen. Das ist der da. Dazu gehe ich mal da rüber. Und meines Erachtens kann man den sehen. War die 1000 erstmal? Na, steh, jetzt kommt er hier rüber. Jetzt ist er die Geschichte. Ja, ich weiß, das hat ja ziemlich lange gedauert, aber manchmal erfordert sowas sehr viel Fingefühl. Und ich habe hier ein paar Fehler auch noch zwischendurch gemacht, leider. Puh. Wie sieht's aus? Ah, das überlebe ich. Ach, so langsam habe ich ein Gefühl dafür raus. So, nehmen wir das auch noch mit. Hier, das kann man nicht irgendwie. Okay. Der hat's hinter sich. Aha. Da kann man bestimmt noch hin. Oh. Okay. Na, komm. So, hören wir das. Oh Gott, noch mehr Zeug. Und noch mehr Zeug. Hallo. Na, das lohnt sich doch. War mal Kartenfragment. Ah, sah nur so aus. Schade. So,
Aber ich würde sagen, wie es denn weitergeht und wo es überhaupt weitergeht. Also da, ich weiß nicht, ob das versteckt ist oder ob da, also das hier sieht mir so. Das hier sieht mir so endgültig aus, deswegen wacke ich es gerade nicht. Aber hier kommt man eh nicht. Okay, gut. Nö, dann geht es hier wohl weiter und was da dann so passiert, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Dies war's von der 40. Folge. Ich weiß, es ist alles komplett stealth jetzt gewesen. Und ganz so habe ich mich jetzt auch nicht gestellt, aber ja, ich weiß nicht, mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht zuzuschauen. Euer Dark Saber. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann.